warte schon hier tagelang, doch du kommst nie vorbei. Früher waren wir stets zusammen, jetzt lässt du mich allein. Wieso tust du mir das an, Mann, du raubst mir den Verstand. Ich dreh hier durch. Dran bist, du mich sogar hier vergisst, bleibe ich dennoch Optimist. Und wenn es endlich soweit ist, bin so schnell an der Tür, doch trotzdem nur so ein Dreckspapier. Ja, jetzt wird's mir auch klar, du bist nur ein Express, es kommt doch eh nichts an. Klingelst nur kurz und rennst dann weg, als hättest dich vertan. Warum bestell ich überhaupt? Muss doch eh raus aus dem Haus. Hab kein Bock mehr. Spät dran bist, du mich sogar hier vergisst, bleibe ich dennoch Optimist. Und wenn es endlich soweit ist, bin so schnell an der Tür, doch trotzdem nur so ein Dreckspapier. Ja, jetzt wird's mir auch klar, du bist nur ein Hurensohn. Irgendwann wirst du dann mein Paket zu mir bringen. Bleibe ich dennoch Optimist. Und wenn es endlich soweit ist, bin so schnell an der Tür, doch trotzdem nur so ein Dreckspapier. Ja, jetzt wird's mir auch klar, du bist nur ein YouTuberin. Ich habe einen Song gemacht. Kann man das als richtigen Song bezeichnen? Bevor ihr anfangt, mich in den Kommentaren für die royalty-free Ukulele zu haten. Erstens, ich bin keine Sängerin. Zweitens, macht mal nicht auf Tubo. Drittens, mir fällt kein drittens ein. Ich hatte einfach mal Bock, irgendwas mit Musik zu machen und passt auf, seit ich umgezogen bin, ist unsere Paketbodensituation, sagen wir mal, schwierig. Ich vermisse meinen alten Paketboten in meiner alten Wohnung. Er war das Beste an der alten Wohnung, denn er hat die Pakete immer sorgfältig gebracht. Auch wenn mein Name falsch geschrieben war, hat sie mir trotzdem gebracht. Wir hatten manchmal sogar einen netten Plausch an der Tür. Er kannte meinen Namen, ich kannte seinen nicht, aber wir hatten so eine Beziehung. So eng waren wir. Warum können Sie nicht auch in meine neue Wohnung liefern? Bitte, kommen Sie zurück. An den neuen Paketboten. Bitte, gib mir mindestens so, sagen wir mal, 5 Sekunden, bis ich von der Couch oder wo auch immer zur Tür gerannt bin. Das Ganze läuft immer so ab. Er klingelt, ich gehe dran. Hallo, hallo. Hallo, ist da jemand? Ich drücke auf, gehe in das Treppenhaus, sage, hallo, hallo, ist da jemand? Höre nur, wie die Tür zufällt, gehe nach unten und sehe, dass ein Zettel drin liegt von wegen, Sie können die Pakete in der nächsten Filiale abholen gehen. Tu! Ich scheiße auf deine nächste Filiale. Ich kann nicht einfach mal Paketbote mit mein Paket nach oben bringen. Bitte! Ich bin kein Fan von Pakete bestellen und ich bin Online-Shopping-süchtig, also ist das ein ziemliches Problem. Wie dem auch sei, Leute, das war ein Spaß-Song. Wir hatten Bock, mal sowas zu machen und haben uns einfach irgendeinen dummen Beat von Epidemic genommen. Haben einfach irgendwas drüber gesungen. Das haben wir in 2 Stunden produziert. Bitte judge mich nicht zu hart. Ich weiß, meine Stimme klingt erkältet und das liegt daran, dass ich erkältet bin. Bitte hört auf, das immer in die Kommentare zu schreiben. Es ist sehr deprimierend und ich werde sehr traurig davon. Also bitte
Seiten nicht. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Es wäre schön, wenn ihr diese Arbeit wertschätzt. Und ja, schickt das Video gerne weiter an euren Postboten, Paketboten. Er wird sich freuen und verstehen, wie traurig es macht, wenn man die Pakete nicht in die Tür kriegt. Es ist eine wahre Schande. Und falls mein Onkel das sieht, du bist ein guter Paketbote. Ich glaube, du bist einer der wenigen, wie auch mein alter Paketbote, die Pakete richtig zustellen. Also bitte hass mich nicht noch mehr, als du mich eh schon hast, okay? Ja, ansonsten, meine lieben Freunde, folgt mir gerne auf Twitch. Da gibt es Streams, jetzt aber wirklich. Und auf Instagram, da gibt es Bilder, jetzt aber wirklich. Und wir sehen uns nächste Woche. Bitte abonniert mich. Ein Abo gleich eine Note weniger, die ich singe. Versprochen. Und wir sehen uns nächste Woche im Video. Habe ich das schon gesagt? Egal. Tschüss. Ich musste die Abfahrt alleine filmen, weil Erik gerade nicht da ist. Sehr einsam alleine zu winken.